Was versprechen Sie sich denn heute von der Veranstaltung und von Friedrich Merz? Ja, die CDU Frankenberg lädt heute zum Frühjahrsempfang ein und wir waren natürlich froh, dass wir mit Friedrich Merz einen sehr bekannten, berühmten Politiker hierher holen konnten. Zum Zeitpunkt, als er uns die Zusage gegeben hat, wussten wir ja natürlich noch nicht, was passiert und was inzwischen passiert ist, dass er für den Bundesvorsitz kandidiert, aber wir freuen uns auf einen schönen Abend mit ihm. Jetzt ist es ja so, man hat den Eindruck, die gerade die Jüngeren in der Union suchen auch ein bisschen nach einer strafferen Führung. Das ist sicherlich so. Gerade die Junge Union ist heute Abend auch hier sehr stark vertreten und wir werden mal hören, was er uns heute Abend zu sagen hat. Ich glaube aber, die Jüngeren stehen auch auf Friedrich Merz. Okay, wir werden uns nach der Rede von Herrn Merz vielleicht nochmal sehen und dann die neue Einschätzung hören. Sehr gerne. Thomas Rampe, Fritz Schäfer. Was versprecht ihr euch heute von dem Abend von Friedrich Merz? Ja, wir versprechen uns, dass es einen schönen Abend gibt, dass er hier auch mal die Sachen ausspricht, die er auch für richtig hält und dass wir dann von der CDU her auch eine gute Meinung von ihm hören werden. Es wird ja irgendwann mal ein Parteitag sein, wo der Nachfolger von Frau KKK gewählt wird. Und denke mal, dass er heute hier sich da positionieren wird. Und danach werden dann auch die heimischen Delegierten auch abstimmen hinterher. Das würde uns sehr freuen. Und wir haben ja einen Sauerländer als Kandidat, der auch, sagen wir mal, unsere Mentalität stark vertritt. Von daher gesehen kann uns nichts Besseres passieren wie den Friedrich Merz. Ja, aber von den Kandidaten her ist ja dann inklusive der Fraktion im Bundestag erstmal alles in westfälischer Hand. Das ist nun mal so. Die anderen Länder haben ja auch die Möglichkeit, können Kandidaten benennen, kommt ja vielleicht noch was. Aber wenn die Westfalen eben die geeigneten Leute haben und da gibt es dann eben einen kleinen Machtkampf, ist aber Demokratie, da wird abgestimmt und wer die meisten Stimmen hat, gewinnt die Wahl. Der Eindruck so auch von gerade bei den jüngeren Junge Union ist, dass man sich schon nach ein bisschen mehr geradliniger Führung innerhalb der CDU, dass man die sich wünscht. Ist das so? Ja, das sehe ich so, weil das Konservative der CDU, das sollte mal wieder stärker herausgekehrt werden, hervorkommen, ins Vordergrund rücken und nicht nur immer in die Mitte besetzen, sondern auch mal wieder den, ein bisschen weiter nach rechts rücken, um da die Wähler auch wieder dort abzuholen. Ich sehe das ähnlich. Gerade auch die jungen Leute haben sich ja hier in unserer Region positioniert, ziemlich gut für Friedrich Merz und die Zukunft. Die jungen Leute sollten auch bestimmen, wo der Weg hingeht. Was versprechen Sie sich von dem heutigen Abend? Ja, ich glaube, dass Friedrich Merz polarisiert und ich freue mich auf eine gute Rede von ihm über die Lage von Deutschland, Europa und wie er sich auch innerhalb der CDU vorstellt, seine Ideen einzubringen und umzusetzen. Wenn man vom letzten Bundesparteitag und Wahl der Vorsitzenden AKK bis heute das mal so verfolgt, war ja Friedrich Merz von Anfang an der Kandidat. Wünscht sich die Junge Union auch ein bisschen klarere, straffere Führung innerhalb der Partei? Ich glaube, innerhalb der Jungen Union ist schon der Wunsch groß, dass auch mal angepackt wird und dass jetzt ein klarer Kurs auch für die Bundestagswahl gezeigt wird. Und ich glaube, Friedrich Merz bietet für uns auf jeden Fall ein Angebot, das umzusetzen. Und ich glaube, innerhalb der Jungen Union ist schon sehr groß der Wunsch, dass Friedrich Merz auch der nächste Bundesvorsitzende ist. Wir werden uns nach der Veranstaltung noch mal kurz sprechen und ein kleines Resümee über die Rede von Herrn Merz machen. Erstmal vielen Dank. Gerne, ich freue mich. Herr Schwebe, was versprechen Sie sich heute von der Veranstaltung? Ich glaube, dass wir heute eine Veranstaltung haben mit Friedrich Merz, wo wir einen Aufbruch erleben werden. Ich glaube, dass die Vorstellungen, die er entwickelt, von der Zukunft der Partei mit der Integrität zu wahren, also den sozialpolitischen Flügel auf der einen Seite, Werte auf der anderen Seite und natürlich aber auch liberale Flügel mit zu integrieren, ist einfach eine wichtige Sache. Und ich glaube, dass Herr Merz heute das Publikum begeistern wird und wir hoffen, dass wir eine gute Veranstaltung erleben, trotz Zeiten Corona. Jetzt hat man so den Eindruck, wenn man den letzten Bundesparteitag schon mal so verfolgt hat bis dahin, die Junge Union war eigentlich von Anfang an für Herrn Merz
Ist das auch so ein bisschen der Wunsch nach klarer Führung, nach etwas mehr konservativer Ausstrahlung der CDU, back to the roots, Kernkompetenzen? Ich glaube, dass die Junge Union den Wunsch nach klarer Sprache hat. Ich glaube, das ist genauso, wie Sie das formuliert haben, zutreffend. Die Junge Union wünscht sich einen Vorsitzenden, der führen kann, der dabei aber nicht nur den Wertekonservativen Genüge trägt, sondern, wie ich das eben bereits sagte, auch anderen Flügeln die Chance zur Entfaltung bietet. Aber wir brauchen einen klaren Kompass und eine klare Führung. Und so gesehen glaube ich, dass ich mir viel von der Veranstaltung heute verspreche. Erstmal vielen Dank und vielleicht findet sich nach der Veranstaltung noch mal kurz Zeit für ein Resümee, wenn die Rede rum ist. Alles klar, vielen Dank. Deutschland ist ja unser großer Nachbar und deshalb interessieren wir uns auch für die neue Spitze der CDU, wer gewinnt die Wahlen. Und also der Friedrich Merz sieht ja aus wie ein sehr populärer Mann in der Partei und deshalb sind wir hier. Wir möchten ihn gern treffen, wir möchten ihn gern erleben und auch mit Leuten sprechen und hören, warum sie ihn interessant finden. Ja, vielen Dank. Herr Hartmann, was versprechen Sie sich von der Veranstaltung heute? Erstmal freue ich mich, dass Herr Merz heute nach Frankenberg kommt, zu uns in den schönen Landkreis Waldeck-Frankenberg. Und als Ergebnis erhoffe ich mir, dass er sehr klare Worte findet, wie er die zukünftige CDU Deutschlands leiten möchte und wie er die verschiedenen Themen, die uns bewegen hier in Deutschland, auch definiert und wie er die angehen möchte. Da erhoffe ich mir viele Ideen und auch viele Ergebnisse. Nun polarisiert Herr Merz ja so ein bisschen innerhalb der CDU, auch in der Bevölkerung. Ist das eigentlich auch so der Wunsch nach klarer Führung, Kernkompetenz, wieder zurück zu ein bisschen konservativer Linie? Also ich konnte jetzt in letzter Zeit nicht erkennen, dass er polarisiert. Was meinen Sie genau? Naja, in der Bevölkerung zum Beispiel, manche mögen ihn und manche mögen ihn nicht. Das mag sein, aber dazu muss man ja nicht polarisieren. Das geht Ihnen und mir wahrscheinlich ganz genauso. Vor dem Hintergrund glaube ich ganz einfach, dass es uns gut tut und dass wir wahrscheinlich oder viele Leute, da sieht man auch, wie viele Menschen bisher heute Abend hier sind, trotz der schwierigen Umstände, die wir gerade in Deutschland haben, dass doch ein Führungsanspruch in Deutschland gewollt ist und wir auch uns danach sehnen. Ja, erstmal vielen Dank. Vielleicht haben wir ja nach der Veranstaltung noch mal kurz für ein paar Worte Resümee. Thomas Müller, wie immer eine hochklassige Veranstaltung, wundert mich sowieso, wie man hochklassige Referenten, das ist also die letzten 4-5 Jahre, immer hier nach Frankenberg locken kann. Was versprechen Sie sich heute von Friedrich Merz? Einen unterhaltsamen Abend mit einer guten Rede. Wenn man so ein bisschen die politische Landschaft verfolgt, gerade die Junge Union, aber auch die CDU, hat man den Eindruck, man wünscht sich dann doch ein bisschen klarere Führung, ein bisschen mehr Kernkompetenz in Sachen konservativ mit deutlicheren Ansagen. Täuscht das? Ich will das nicht auf die Konservativschiene, auf die Rechts-Links-Mitte-Schiene schieben, weil ich glaube, dass auch Friedrich Merz und viele seiner Unterstützer sehr genau wissen, dass es kein Zurück in die vermeintlich schönen 80er oder 90er Jahre geben kann. Auch damals war es übrigens nicht schön. Zumindest über die 90er kann ich das sagen, die ich ja dann schon mit Jahrgang 82 sehr bewusst miterlebt habe. Aber, wie Sie schon sagen, ich glaube, es ist eine Stilfrage. Man merkt ja am Zuspruch und am Interesse und auch an der allgemeinen Aufmerksamkeit für den Termin und für das Thema Merz insgesamt, dass es ein Interesse daran gibt, dass wieder ein anderer Politikstil, ein anderer Kommunikationsstil Einzug hält. Also damit wir uns nicht missverstehen, keiner will die Ende 60er, 70er, 80er zurückhaben. Konservativ an der Stelle meint klarere Kante, auch wieder mehr Kernkompetenz in bestimmten Belangen und nicht eine Partei der Beliebigkeit, weil irgendwo wir machen ein bisschen Umweltschutz, wir machen das ein bisschen, wir machen das ein bisschen. Ja. Das meine ich eigentlich mit konservativ klare Führung. Wenn Sie das meinen, dann stimme ich Ihnen vollumfänglich zu. Wobei ich sagen muss, die von Ihnen angesprochenen 60er Jahre bieten zumindest bessere Musik als die heutige Zeit.
Wem sagen Sie das? Sie mache ich auch. Herr Müller, wir sprechen uns nach der Veranstaltung mit einem kleinen Resümee nochmal. So, vielen Dank. Kommt dann dazu. Nach vorne. Für uns als Frankenberger und die gesamte Region ist, wie Sie merken, es wirklich eine großartige Sache, dass Sie heute Abend unser Gast sind. Als im Januar die Zusage Ihres Büros kam, war die politische Dynamik der letzten 6 Wochen nicht so wirklich absehbar und umso dankbarer sind wir für Ihre heutige Teilnahme. Wie es sich gehört, und Sie kennen das alle, gilt es allerdings vorher noch einige Ehrengäste zu begrüßen. Und ich bemühe mich, Sie dabei nicht allzu sehr zu langweilen. An erster Stelle nenne ich natürlich den Hausherrn der Ider Berglandhalle, Herrn Bürgermeister Rüdiger Hess, nebst Gattin. Ebenfalls begrüßen möchte ich denjenigen, der mit seinem persönlichen Einsatz die Zusage von Friedrich Merz erreicht hat, nämlich den Vorsitzenden des CDU-Bezirksverbandes Kuhessen-Waldeck und seit letzter Woche Montag wieder Bundestagsabgeordneten Bernd Siebert. Für die vielen anwesenden Mitglieder der CDU aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg begrüße ich den Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Armin Schwarz, übrigens auch einer von denen, wo körperliches und politisches Gardemaß einhergehen, und unsere Landtagsabgeordnete Claudia Ravensburg. Und wir haben diesmal auch Teile des benachbarten CDU-Kreisverbandes Schwalm-Eder eingeladen, im Angesicht des gemeinsamen Bundestagswahlkreises und der damit einhergehenden Herausforderungen sicherlich eine sinnvolle Maßnahme. Für alle anwesenden Christdemokraten aus dem Schwalm-Eder-Kreis begrüße ich Marc Weinmeister, CDU-Kreisvorsitzender und Staatssekretär des Landes Hessen für Europaangelegenheiten. Für die Vereinigung unserer Partei nenne ich den JU-Bezirksvorsitzenden Florian Stieglitz, den Vertreter des Wirtschaftsrats Waldeck-Frankenberg Andreas Schmaler und für die Mittelstandsvereinigung Frau Elke Jesinghausen. Für die Gremien der Stadt Frankenberg begrüße ich den ersten Stadtrat Thomas Rampe und den Stadtverordnetenvorsteher Rainer Hesse. Erwähnen möchte ich natürlich auch die Vertreter der anderen Stadtverordnetenfraktionen und Parteien Frankenbergs. Da kein offizieller Teilnehmer der Sozialdemokraten anwesend ist, bleiben mir nur zur Begrüßung die Grünen als unsere verlässlichen und professionellen Koalitionspartner sowie die Freunde der Freien Demokraten. Den Letztgenannten, und es ist mir wirklich ein Anliegen, denen möchte ich einen besonderen Gruß zurufen. Lasst euch nicht ärgern, verzagt nicht, Deutschland braucht eine starke liberale Stimme und Frankenberg natürlich auch. Aber mehr Fraktionen haben wir in der Stadtverordnetenversammlung nicht und ich sehe auch keinen Grund, warum wir das ändern sollten. Ein mir und ich denke uns allen besonders wichtiger Willkommensgruß denen, die rund um die Uhr für unsere Sicherheit sorgen. Bitte begrüßen Sie daher mit mir den Kommandeur des Bataillons Elektronische Kampfführung 932 aus der Burgwaldkaserne, Oberstleutnant Kai Hoberg, sowie den Leiter der Polizeistation Frankenberg, erster Polizeihauptkommissar Jörg Petter.
zahlreiche Bürgermeister. Ich werde sie nicht alle aufzählen, aber stellvertretend für Sie nenne ich Klaus Friedrich als Bürgermeister der Kreisstadt Korbach. Außerdem, und ich bin mir jetzt nicht sicher, Herr Merz, ich will es zumindest erwähnen, es waren Besucher aus dem Sauerland angemeldet, nämlich von der CDU Hallenberg. Sind da? Wunderbar. Dann begrüße ich also auch dort hinten die Freunde der CDU Hallenberg. Herzlich willkommen. Sie alle in einer Begrüßungsrede angemessen zu würdigen, ob Ehrengast oder nicht, Sie sind uns alle aufs Herzliche willkommen. Zumal, und das möchte ich wirklich an der Stelle betonen, wir hier eben keine reinen Parteiveranstaltungen durchführen. Seit Gründung dieses Empfangs im Jahr 2011 haben wir größten Wert darauf gelegt, sozusagen unsere Parteiblase zu verlassen. Und somit treffen sich auch bei diesem Frühlingsempfang viele ganz unterschiedliche Bürger Frankenbergs und der Region, darunter natürlich zahlreiche Multiplikatoren, also Meinungsmacher unserer Heimat. Wir begrüßen somit Gäste aus der gesamten Bürgerschaft, aus Wirtschaft, Verwaltung, Sport, Kultur und vielen anderen Bereichen des Lebens im gesamten Frankenberger Land. Ich habe gesehen den Vorsitzenden des TSV Frankenberg, ich habe den Kreisbauernverband gesehen, ich habe zahlreiche Ortsvorsteher unserer Stadtteile gesehen und viele andere Persönlichkeiten, und das finde ich großartig. Sie können daran erkennen, und jetzt kommt der Werbeblock, in Frankenberg lebt die Christlich-Demokratische Union als Volkspartei, auch als konservative Volkspartei, lieber Fraktionsvorsitzender. Beinahe so übrigens, oder nahezu so, wie Fontane es in seinem Stechlin beschreibt, nur dass der Stechlin die Wahl in dem Buch verloren hat, und wir verlieren keine Wahlen, hoffe ich zumindest. Wir erleben hier in Frankenberg also eine CDU, die eine soziale Basis hat, also breit aufgestellt und in vielen Vereinen, Verbänden und Organisationen in der notwendigen Vielschichtigkeit verankert ist. Darauf sind wir stolz, und das wollen wir auch im neuen Jahrzehnt, in den 2020er Jahren, beibehalten. Das ist ein schöner Anspruch, der leicht zu formulieren ist. Nur, meine Damen und Herren, man muss eben auch etwas dafür tun. Wir leben in einer Region, die geprägt ist von Landwirtschaft, von leistungsfähigen Unternehmen, der Industrie und des Handwerks, von der Bundeswehr mit ihren drei Standorten. Aber wir sind natürlich auch geprägt von einem, um es vorsichtig zu formulieren, großen Bedarf an modernen Verkehrswegen, insbesondere im Bereich der Bundesautobahnen noch immer, an Fachkräften sowie an leistungsfähigen Internet- und Mobilfunkverbindungen. Und dafür müssen wir gemeinsam zukunftsfähige Lösungen finden. Und wenn man feststellt, Herr Merz, dass es selbst in seinerzeit rot-grün regierten NRW gelungen ist, den Weiterbau der A46 von Meschede in Richtung Brilon fortzuführen, aktuell bis Ulsberg zu vollenden, dann muss man sich schon selbstkritisch fragen, warum das nicht auch schon längst für den Lückenschluss der A4 zwischen Olpe und Hattenbach gilt. Und ein anderes Beispiel, ganz anderer Art. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat einen sogenannten 5G-Innovationswettbewerb ausgeschrieben. Ziel ist die Förderung von regionalen Projekten, die die Nutzung der 5G-Technologie erproben. Da gibt es nun in ganz Deutschland, in ganz unterschiedlichen Regionen vom Bund geförderte Projekte, in denen Smart Farming erprobt wird, in denen man sich mit Smart Factories beschäftigt. Und auch da stellt sich die Frage, wo sind wir geblieben? Warum gibt es sowas in Waldeck-Frankenberg oder im Schwalm-Eder-Kreis nicht? Warum waren wir nicht an so einem Wettbewerb beteiligt? Darauf müssen wir gemeinsam für die nächsten Jahre und Jahrzehnte Antworten finden, wie wir diese Dinge besser machen können. Und machen wir uns nichts vor, sehr geehrte Damen und Herren, das Leben verändert sich. Auch wir in Frankenberg und ganz Nordhessen sind aufgefordert, für uns zu definieren, wie das Leben in unserer Heimat in den 20er und 30er Jahren werden soll. Und was Politik unter sich stetig ändernden Rahmenbedingungen dafür tun kann. Sicher ist dabei nur, dass wenig gewiss ist. Es gibt keine Sicherheiten mehr, es kommen möglicherweise keine neuen in der altbekannten Stabilität der Bundesrepublik hinzu. Und somit ist es unsere Aufgabe als verantwortungsvolle Politiker, als Kommunalpolitiker, als Christdemokraten, unseren Mitbürgern Führung, Halt und Orientierung zu bieten. Wir müssen, wenn möglich, Rahmenbedingungen schaffen, die es allen Menschen ermöglichen, auch weiter ein Leben in Frieden, Freiheit und Wohlstand zu leben. Und wir wollen einen Staat, der sich auf wesentliche Dinge wie innere, äußere und soziale Sicherheit sowie auf Infrastrukturfragen konzentriert und den Bürgern Freiheit gibt und lässt. Möglich werden muss und wird dies durch einen klaren politischen Kurs, aber auch durch einen Gedanken, der ganz alt ist. Schon Nelson hat vor Trafalgar seinen Kapitän mit auf den Weg gegeben: Nichts ist sicher in einer Seeschlacht. Etwas muss dem unberechenbaren Augenblick überlassen bleiben. Stoizismus, Flexibilität, auch die Bereitschaft, Risiken in Kauf zu nehmen, aber auf jeden Fall Unabhängigkeit zu bewahren unter wechselnden historischen Gezeiten, darauf wird es auch für uns alle ankommen. Und wenn ich sehe, welche Werte die Umfragewerte derzeit
für unsere Partei prognostizieren. Im jüngsten Hessentrend Armin Schwarz, 26% für die CDU, 24% für die Grünen. Dann muss man darüber schon nachdenken und sehr offen darüber sprechen. Für die CDU ist das ein Problem, aber letztlich auch für unser Land und für die Stabilität des politischen Systems. Denn selbstverständlich braucht nicht nur Frankenberg stabile Verhältnisse, sondern eben auch ganz Deutschland. Und insofern, lieber Herr Merz, hoffe ich persönlich sehr darauf, dass Sie schon bald die Gelegenheit haben werden, die Deutschen von der Politik der Union zu überzeugen und eine klare Mehrheit gegen Grün-Rot-Rot zu erreichen. Lassen Sie sich nicht von dem Weg abbringen, nicht von Medien und selbsternannten urbanen Eliten in der Berliner Blase. Die Realität in beiden Teilen Deutschlands ist eine andere als in Berlin, am Prenzlauer Berg oder in Friedrichshain. Schon Helmut Kohl hat gezeigt, wie man erfolgreich gegen bestimmte Teile der Medienlandschaft regieren kann. Seine Nichtkommunikation mit dem Spiegel ist ja nun bis heute legendär. Ich will Richtung Ende kommen. Ältere Frankenberger berichten mir, Bürgermeister, bitte berichtige mich, aber es sei noch nie ein Bundeskanzler in Frankenberg gewesen. Eine Ausnahme gibt es, Kurt Georg Kiesinger war mal hier, aber Herr Rohberg in der Burgwaldkaserne im Rahmen großer Rüsselsprung, 68 oder 69 muss das gewesen sein, aber das war ja nicht öffentlich und letztlich nicht in Frankenberg. Wenn jetzt ein künftiger Bundeskanzler da ist, dann soll uns das fürs Erste aufreichen. Thema zu sprechen kommen, das uns momentan sicher alle bewegt, nämlich die Ausbreitung des Coronavirus und seine Auswirkungen auf das öffentliche Leben, was uns ja letztlich heute auch hier betrifft. Wir merken es ja heute Abend, 732 waren angemeldet, es war in ordentlicher Zahl Stühle gestellt und trotzdem sind Plätze frei, weil Menschen sich abgemeldet haben. Menschen aus Risikogruppen haben sich dazu entschieden, zu Hause zu bleiben, erkältete Menschen haben sich dazu entschieden, manche hatten sicherlich auch Angst. Das ist einerseits ungeheuer schade, aber andererseits auch verständlich und letztlich verantwortungsbewusst. Und somit befinden wir uns alle miteinander in einer schwierigen Lage. Ich wäre Samstag auch gern ins Stadion gefahren, hätte gesehen, wie Erling Haaland Schalke erlegt. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert und müssen wir in diesem Sinne eben alle einen Schritt weit zurücktreten. So. Aber angesichts der Lage, dass immer noch über 600 Menschen im Saal sind, möchte ich ruhig in Anlehnung an ein berühmtes Buch nicht von der Liebe in Zeiten der Cholera sprechen, aber doch zumindest von der Liebe in Zeiten vor Corona, nämlich die Liebe der CDU zu Friedrich Merz. Ich glaube, das ist in dem Fall ein angemessener Vergleich. Und damit komme ich zum Ende, denn natürlich sind Sie gekommen, um Friedrich Merz zu hören und nicht mich. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. In diesem Sinne. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen angenehmen Abend, tolle Stunden hier in unserem Kreis. Es gibt auch nachher noch zu trinken und zu essen. Und vielleicht können Sie alle mit Blick auf die Ziele von Friedrich Merz und all unserer Partei dann einmal sagen, wie Weiland, Goethe vor Valmy, ich bin dabei gewesen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß. Regeln jetzt auch wieder kurzfristig anwenden zu können, so wie wir das 2008, 2009 in der Finanzkrise getan haben. Und meine Damen und Herren, ich glaube, wir können auch einigermaßen zuversichtlich sein. Ja, es kommt jetzt eine Krise, wir sind schon mittendrin, aber wir können zuversichtlich sein, dass so wie 2008 und 2009 auch wir wieder aus dieser Krise herauskommen. Das Land ist darauf vorbereitet, Europa ist darauf vorbereitet. Unser Föderalismus stößt an Grenzen dessen, was da koordiniert gemacht werden sollte. Aber dieser Föderalismus hat sich auch bewährt, wenn jetzt gut koordiniert und abgestimmt wird zwischen den Bundesländern, wenn innerhalb der Europäischen Union gemeinsam vorgegangen wird, dort wo die Europäische Union zuständig ist. Sie ist nicht überall zuständig, sie ist richtigerweise nicht überall zuständig, aber da, wo sie koordinieren kann und sollte, tut sie das. Also nehmen wir jetzt einfach mal die Kraft des Landes zusammen und sagen, wir werden diese Krise auch bewältigen und wir werden sehen, dass nach dieser Krise auch die Dinge wieder gut nach vorne gehen und die Voraussetzungen dafür auch geschaffen sind.
Die Welt dreht sich trotzdem weiter. Um uns drumherum entsteht eine große Dynamik. Wir werden, wenn wir uns in, ja sagen wir Müller, in 10 Jahren hier in Frankenberg wiedersehen zu einem Frühjahrsempfang, sagen wir im Frühjahr des Jahres 2030. Wenn wir dann zurückschauen auf dieses Jahr 2020 und einmal versuchen zu verstehen, was im Augenblick auf der Welt eigentlich geschieht, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir aus dieser Rückschau auf das Jahr 2020 sagen, ja, wir sind Zeitzeugen gewesen einer geradezu fundamentalen Veränderung der globalen politischen und ökonomischen Machtverhältnisse. Wir leben mitten in einer Zeit eines fundamentalen Wandels auf der Welt. Und wie das meistens so ist, wenn man Zeitzeuge wird einer solchen epochalen Veränderung, dann versteht man erst im Abstand von einigen Wochen oder Monaten, vielleicht erst im Abstand einiger Jahre, was da wirklich geschehen ist. Was wir zurzeit erleben, in der Zeit, in der wir gerade sind. Wir werden plötzlich merken, was das für die Welt bedeutet, wenn Amerika nicht mehr bereit ist, diese Rolle einer Weltordnungsmacht zu spielen. Wir sehen es ja schon. Der Rückzug der Amerikaner aus den Konflikten des Mittleren Ostens hat kein Machtvakuum geschaffen, sondern in dieses Machtvakuum, das die Amerikaner kurzfristig hinterlassen haben, sind ganz schnell andere gestoßen, insbesondere Russland. Russland hat einen großen Teil des Vakuums gefüllt, das die Amerikaner in Teilen des Mittleren Ostens hinterlassen haben. Wir spüren plötzlich, dass diese Nachkriegsordnung, in der wir ja auch, die meisten von uns jedenfalls, groß geworden sind, die wir sozusagen als völlig selbstverständlich auch mit in das 21. Jahrhundert genommen haben, dass diese Nachkriegsordnung ins Wanken gerät. Wir haben uns an Institutionen gewöhnt, die wie selbstverständlich die 50 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmt haben. Weltbank, Währungsfonds, G6, G7, alle möglichen Institutionen bis hin zu NATO und Europäischer Union, und in der Mitte stand immer Amerika. Häufig genug von uns kritisiert, manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Aber Amerika hat dafür gesorgt, dass es in dieser Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg Stabilität auf der Welt gab. Sie haben Fehler gemacht, ohne Frage. Im Vietnamkrieg Fehler gemacht, im Irakkrieg Fehler gemacht. Es war gut und richtig, dass Deutschland sich daran nicht beteiligt hat. Es war eine richtige Entscheidung der Regierung Schröder, nicht mit in den Irakkrieg zu gehen. Sie haben dort aber immer wieder auch aus Fehlern gelernt und haben für relative Stabilität gesorgt. Sie sind eine Weltordnungsmacht für Europa gewesen. Das kann man doch heute sagen. Wir ständen heute nicht hier. Wir lebten nicht so, wenn nicht die Amerikaner diese Rolle nach dem Zweiten Weltkrieg angenommen hätten und eben nicht gesagt hätten, America first, sondern gesagt haben, wir sind eine große Demokratie und wir tragen Mitverantwortung dafür, dass es auch anderen, insbesondere unseren Verbündeten, in demokratischen, offenen, liberalen Gesellschaften gut geht. Diese Amerikaner gibt es so nicht mehr. Und selbst wenn Joe Biden, und die Chancen haben sich seit gestern noch einmal deutlich verbessert, selbst wenn Joe Biden die Wahl zum amerikanischen Präsidenten im November gewinnt, wird nicht alles wieder so wie vorher. Es wird nicht alles wieder gut. Amerika hat sich verändert. Die amerikanische Bevölkerung hat sich verändert. Sie ist viel diverser geworden, viel breiter geworden. Sie konzentriert sich stärker nach innen. Amerikanische Außenpolitik war noch nie besonders populär. Aber jetzt ist sie in der Mehrheit der Bevölkerung in Amerika ein Thema, das ganz nach hinten gerückt ist in den Prioritäten dieses Landes. Auch ein Präsident Joe Biden wird zuerst an Amerika denken und erst dann bereit sein, über andere nachzudenken.
Richten wir uns also darauf ein, dass auch nach diesen Wahlen in Amerika wir selber Verantwortung tragen müssen für uns. Aber wer sind eigentlich wir? Sind das die Deutschen oder sind das vielleicht doch wir Europäer? Meine Damen und Herren, ich will Ihnen ein kleines Beispiel sagen, wo diese Veränderungen, die auf der Welt jetzt stattfinden, sich in Zahlen ausdrücken. Das sind ganz simplen, einfachen Zahlen. Als der französische Staatspräsident Emmanuel Macron im August des letzten Jahres eingeladen hat zu einem G7-Treffen, das ist das Treffen der führenden Industrienationen, ihrer Staats- und Regierungschefs in einem Format, das Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt haben. Da waren das dieselben sieben Länder, die 1979 das erste Mal zusammengekommen waren, aber es gab einen ganz signifikanten Unterschied. Als Schmidt und Giscard im Jahr 1979 zum ersten Mal in der Nähe von Paris zusammengekommen sind, da haben diese sieben Staats- und Regierungschefs, waren eigentlich nur sechs, Kanada kam später dazu, aber das machte dann auch nicht so ganz viel mehr aus, aber diese sechs, die da zum ersten Mal zusammen waren, in diesem Format G6, die haben über zwei Drittel der Weltwirtschaftsleistung vertreten. Die konnten also ganz ernsthaft über Weltwirtschaft reden, Beschlüsse vorbereiten, ihren Parlamenten vorschlagen und dann konnten die zusammen, diese sechs Staaten, später sieben mit Kanada, Weltwirtschaftspolitik machen. Das war ein Ergebnis der ersten großen Ölpreiskrise, wo die gesagt haben, wir müssen uns mal zusammensetzen und unsere Interessen gemeinsam vorbereiten. Als Macron im letzten Jahr im August eingeladen hat, wieder als Gastgeber ein französischer Staatspräsident, zu diesem G7-Treffen, da haben die sieben Staats- und Regierungschefs derselben Länder, die da zusammengesessen haben, gerade noch mal ein Drittel der Weltwirtschaftsleistung repräsentiert. Weit mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung auf diesem Globus war in diesem Treffen der Weltwirtschaftspolitik gar nicht mehr vertreten. China war nicht dabei, Indien war nicht dabei, der ganze afrikanische Kontinent war nicht dabei, Russland war nicht mehr dabei, die waren zwischendurch mal dabei, aber jetzt nicht mehr. Also da saßen Staats- und Regierungschefs zusammen, die zwar über Weltwirtschaft gesprochen haben, aber große Teile der Weltwirtschaft gar nicht mehr in deren Ländern stattfinden. Das ist für mich so ein Beispiel, wie die Institutionen der Nachkriegsordnung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts rapide an Bedeutung verlieren. Und deswegen sage ich etwas vereinfacht, das 21. Jahrhundert wird nicht mehr die Frage sein, G6, G7 oder G8 oder vielleicht G20, sondern das 21. Jahrhundert wird unter der Frage stehen, G2 oder G3. Sind das zwei große Wirtschaftsnationen, Weltmächte, die die Geschicke dieses Globus bestimmen, oder sind es drei? Amerika ist sicher dabei. China ist auch sicher dabei. Aber der dritte, wir, die Europäer, ob wir auch dabei sind oder nicht, die Frage ist nicht entschieden. Und das ganze Ringen, was da in Brüssel stattfindet, und Sie haben es eben gesagt, ich bin am Anfang meiner politischen Karriere erst im Europaparlament gewesen. Das hat mein Denken sehr stark geprägt. Bis heute. Ich habe die Zeit der deutschen Einheit 1989-90 nicht im Deutschen Bundestag erlebt. Ich habe sie im Europäischen Parlament erlebt. Ich habe sie aus dem Blickwinkel meiner Kollegen aus den europäischen Ländern, die damals Mitglied waren in der Europäischen Union, gesehen. Ich habe gesehen, wie meine Kollegen aus Großbritannien, aus Frankreich, aus Spanien, aus vielen anderen Ländern, auch aus den kleineren Ländern, auf Deutschland geschaut haben. Da waren nicht alle begeistert davon, dass dieses Deutschland jetzt plötzlich so groß wird. Und dass aus 50 Millionen Einwohnern 80 Millionen Einwohner, oder aus 60, 80 Millionen Einwohner. Und trotzdem haben die damals die deutsche Einheit weitgehend jedenfalls, der eine oder andere ein bisschen gezögert, Großbritannien hat ziemlich lange gezögert, Andreotti hat gesagt, er finde Deutschland so gut, dass er mindestens zwei davon hätte. Aber am Ende des Tages haben die meisten Europäer diesen Prozess unterstützt, für richtig gehalten, weil damit auch die Teilung Europas überwunden wurde. Nicht nur Berlin, nicht nur Deutschland, sondern Europa. Mit der Überwindung der deutschen Teilung zu einer ganz neuen
Blüte gekommen ist. Wir haben sie aufgenommen in die Europäische Union, vielleicht den einen oder anderen zu früh, vielleicht ein bisschen zu schnell. Aber diese Europäische Union hat dann aus 28 Mitgliedstaaten bestanden. In Großbritannien jetzt endgültig gehen 27. Die entscheidende Frage ist, sind wir Europäer mit uns Deutschen zusammen bereit, diesen Weg im 21. Jahrhundert zu gehen, mit dem Anspruch, Schritt zu halten mit der Entwicklung, die da stattfindet in Amerika und in China und auf dieser ganzen Welt. Wir alleine schaffen das nicht. Wir sind ein großes und starkes Land. Ich komme gleich auf Deutschland auch noch zu sprechen. Aber, meine Damen und Herren, das alte Wort von Henry Kissinger, das ich immer wieder zitiere, gilt unverändert. Er hat vor vielen Jahren zum ersten Mal gesagt und wiederholt es immer wieder. Deutschland ist für die Welt zu klein. Und dann sagt er einen zweiten Halbsatz hinterher und für Europa zu groß. Der Befund ist nicht falsch. Wir sind für die Welt zu klein. Wir werden im Jahr 2050 auf dieser Welt 10 Milliarden Einwohner haben. Dann haben wir vielleicht in Deutschland noch 75 Millionen. Mit anderen Worten, wir sind, wenn ich richtig rechne, 0,75% der Weltbevölkerung. Aber diese Europäische Union hat 400 Millionen Einwohner. Und kurz bevor Jean-Claude Juncker ging als Kommissionspräsident, hat er uns etwas ins Stammbuch geschrieben, wie ein Vermächtnis. Er hat gesagt, diese Europäische Union muss weltpolitikfähig werden. Ich spreche das in Frankenberg an, ganz in der Nähe zu meiner sauerländischen Heimat, weil ich gerne möchte, dass wir den Blick etwas weiten und öffnen und uns mit der Frage beschäftigen, wo soll Deutschland eigentlich im Jahr 2030 stehen? Was ist unser Beitrag? Ich gehe so weit zu sagen, unsere Verpflichtung zu tun, damit wir im Jahr 2030 sagen können, zurückblickend auf 2020, wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen, damit Deutschland mit Europa zusammen weltpolitikfähig geworden ist. Wir sind für Europa zu groß. Das ist jedenfalls das Empfinden vieler Nachbarn. Viele haben das Gefühl, insbesondere in den letzten Jahren, dass diese Bundesrepublik Deutschland sich wie Amerika ein bisschen auf sich selbst zurückzieht. Deutschland zuerst sagt, nicht mehr so genau hinschaut, was andere in der Europäischen Union richtig finden. Und lassen Sie mich das ganz offen ansprechen. Ich meine das gar nicht persönlich, mache daraus keinen Vorwurf, aber ich ziehe da eine Schlussfolgerung daraus. Wir diskutieren jetzt wieder über Einwanderung und haben wieder ein Problem an den europäischen Außengrenzen. Jetzt endlich sagen wir alle, ich auch, das Problem ist nicht zu lösen, wenn einzelne Mitgliedstaaten in der Europäischen Union alleine versuchen, es zu lösen. Wir schaffen solche Probleme nur gemeinsam zu lösen. Und bevor irgendein Mitgliedstaat eine Entscheidung trifft, zum Beispiel Flüchtlinge aufzunehmen, muss das in Europa mit den anderen besprochen werden. Wenn es der ein oder andere meint, alleine machen zu müssen oder zu können, dann darf er sich nicht darüber wundern, wenn andere in der Europäischen Union sagen, okay, dann ist es auch dein Problem. Das war der Fehler 2015. Wir haben eine großartige humanitäre Leistung erbracht. Deutschland hat sich von seiner allerbesten Seite gezeigt. Was diese 15.000 gestrandeten Flüchtlinge da in Budapest und in Wien bedeutet haben, die Aufnahme hier bei uns in Deutschland, sie war ökonomisch überhaupt kein Problem und sie war humanitär eine großartige Geste. Auch diejenigen, die da danach gekommen sind, waren ökonomisch überhaupt kein Problem. Das können wir alles leisten. Aber für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, für den Zusammenhalt Europas, war es ein Problem. Denn es gibt bis heute in Europa keine Bereitschaft, dieses Problem mit allen europäischen Staaten gemeinsam zu lösen. Und deswegen mache ich es an diesem Beispiel ganz praktisch. Wenn wir es ernst meinen mit Europa und ernst meinen mit unserer Verantwortung auf dieser Welt, dann darf Deutschland so etwas nicht mehr machen. Wir müssen vorher mit unseren europäischen Partnern und Nachbarn sprechen, ob es nicht gemeinsame Lösungen gibt, damit wir solche Probleme, die nicht deutsche Probleme sind, nicht griechische Probleme, nicht italienische Probleme. Lampedusa war kein italienisches Problem. Die Ägäischen Inseln sind kein griechisches Problem. Sie sind eine humanitäre Herausforderung für ganz Europa.
Aber wenn das so ist, dann müssen wir auch vorher mit allen sprechen und dafür sorgen, dass ganz Europa dann eine Lösung findet für dieses Problem. Im Übrigen, glaubt irgendjemand ernsthaft, dass sich Herr Erdogan von einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union beeindrucken lässt? Der lässt sich nur so beeindrucken wie in dieser Woche. Der kommt als Bittsteller nach Brüssel. Es gibt keine gemeinsame Pressekonferenz mit der Kommissionspräsidentin und mit dem Ratspräsidenten. Und er fährt nach Hause und hat gesagt bekommen, so geht das nicht weiter. Meine Damen und Herren, das sind Antworten, die überzeugend sind. In unserem deutschen Interesse genau die richtigen europäischen Antworten sind, die wir geben müssen, damit wir ernst genommen werden. Es gilt übrigens auch gegenüber den Amerikanern, egal ob Trump oder Biden. Wir müssen auch den Amerikanern gegenüber mehr Selbstbewusstsein zeigen. Ich mag dieses Land. Ich bin da auch ein Stück weit befangen. Ich mag die Amerikaner, die meisten jedenfalls von denen. Ich fahre da wirklich gerne hin. Aber die Amerikaner nehmen ihre Interessen wahr und wir müssen unsere Interessen wahrnehmen. Die Amerikaner sind auch Sportsleute, die wollen auch herausgefordert werden. Ich sage immer wieder, warum ist zum Beispiel der deutsche oder europäische Fußball in Amerika so wenig populär? Gibt es eine Begründung für, eine vielleicht von mehreren, aber eine ganz sicher ist, die Amerikaner mögen keine Sportarten, bei denen ein Drittel der Spiele unentschieden ausgeht. Schauen Sie sich das mal an. Alle Sportarten in Amerika gehen mit Sieger und Verlierer vom Platz. Alle populären Sportarten. So, und deswegen müssen wir ihn dann nach Amerika reisen und den Freunden sagen, pass auf, wir wollen hier nicht unentschieden spielen, wir wollen auch gewinnen. Und dann fordern wir euch mal heraus. Und dass das geht, hat derselbe Jean-Claude auch gezeigt vor 2 Jahren. Als der im Juli 2018 in Washington war und mit Trump das erste Mal gesprochen hat, gab es 2 Ergebnisse. Erstens, Trump hat verstanden, wer der EU-Kommissionspräsident ist. Das wusste der bis dahin nicht. Steile Lernkurve. Zum Zweiten hat er einen Brief gesehen mit 28 Unterschriften. Auf dem stand drauf, welche Sanktionen gegen Amerika in Kraft treten, wenn die Amerikaner ihrerseits Zölle auf deutsche Automobile erheben. Das ist die einzige Sprache, die die Amerikaner verstehen. Freundlich im Ton, klar in der Sache. Das sind unsere Interessen. Wenn der eine nach dem anderen da reinläuft, der Deutsche, der Franzose, der Italiener, der Grieche, der Portugiese, der Spanier und alle hintereinander sagen, na, was der da gerade vor mir gesagt hat, ist dummes Zeug, ich sag dir mal jetzt, wie es richtig ist, hinterlassen wir keinen Eindruck. Wenn ein Mann wie Jean-Claude Juncker dahin fährt, jetzt Ursula von der Leyen, und sagt, pass auf, 28, meinetwegen jetzt 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union stehen hinter dem, was ich dir hier jetzt sage. Verschafft das Eindruck. Wir müssen selbstbewusster werden in dieser Welt des 21. Jahrhunderts. Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass andere für uns die Aufgaben erledigen. Die Bundeskanzlerin hat das nach ihrer ersten Begegnung mit Trump, das war ein großes G20-Treffen auf Sizilien, als sie zurückkam in München, in einer berühmten Rede in einem Zelt in Trudering gesagt. Sie hat gesagt, sie stand sichtlich unter dem Eindruck, nicht dem Schock, aber dem Eindruck ihrer ersten Begegnung mit Trump. Sie hat gesagt, wir müssen jetzt unser Schicksal ein Stück weit selbst in die Hand nehmen. Und genau das ist es, um was es jetzt geht. Wir müssen unser Schicksal ein Stück weit selbst in die Hand nehmen und wir sind nicht nur wir Deutschen allein. Wir heißen wir Europäer, meine Damen und Herren. Das gilt gegenüber der Türkei, das gilt gegenüber Amerika, das gilt auch gegenüber Russland. Russland und Putin können im Augenblick mehr oder weniger tun und lassen, was sie wollen. Das, was da in Syrien passiert, durch die russische Armee und die russische Luftwaffe, sind Kriegsverbrechen. Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten werden bombardiert von russischen Flugzeugen. Und das Ganze wird bezeichnet als Bekämpfung von Terrorismus. Putin kann im Augenblick mehr oder weniger tun und lassen, was er will. Es tritt ihm niemand in den Weg.
Wir werden ihm auch nicht so einfach in den Weg treten können. Aber da ist in Berlin in der vorletzten Woche das Stichwort Lufthoheit und Sperrgebiete in der Luft wieder gefallen. Wir werden aus diesen Ereignissen, die da stattfinden, für die Zukunft Konsequenzen zu ziehen haben. Also zum Beispiel dafür zu sorgen, dass solche Staatsführer wie Herr Assad in Zukunft nicht mehr ihre Fassbomben auf die eigene Bevölkerung werfen können und wir stattdessen den Luftraum sperren müssen. Deutschland und Europa haben eine humanitäre Verantwortung für das, was vor unserer Haustür geschieht. Und wenn wir ernsthaft und richtigerweise darüber sprechen, dass Fluchtursachen dort bekämpft werden müssen, wo sie entstehen, dann muss Deutschland auch mit anderen zusammen, nie allein, aber mit anderen zusammen in Europa die Frage ernsthaft prüfen, ob wir nicht auch solche letztendlich staatlichen Exzesse zulasten der Zivilbevölkerung mit einer dramatischen humanitären Katastrophe in Zukunft stärker mit eigenen Kräften versuchen müssen, schon im Entstehen zu verhindern. Es wird extrem anspruchsvoll. Und das ist in der deutschen Bevölkerung alles andere als populär, die Bundeswehr in Auslandseinsätze zu schicken. Ich bin immer skeptisch gewesen bei jedem einzelnen Beschluss, den wir gefasst haben. Und ob das alles im Ergebnis richtig war, das müssen wir immer wieder sehr kritisch überprüfen. Aber wenn stimmt und richtig ist, was die Bundeskanzlerin gesagt hat, und es stimmt und es ist richtig, dass wir unser Schicksal ein Stück weit, so hat sie sich ausgedrückt, selbst in die Hand nehmen müssen, dann gehört dazu auch die Sicherheit, die Außenpolitik, die Sicherheitspolitik, die Verteidigungspolitik. Und unsere Bevölkerung muss mehr und mehr auch ein Verständnis dafür entwickeln. Und das müssten die Politiker erklären. Da hat die Politik eine Bringschuld der Bevölkerung gegenüber. Erklären, was auf dieser Welt geschieht, wie wir das beurteilen, und zu welchen Schlussfolgerungen wir daraus für unser Land und für diese Europäische Union kommen. Das gilt gegenüber Russland genauso wie gegenüber China. Warum führen wir in Deutschland eine so engagierte und streitige Diskussion über den Ausbau unseres 5G-Netzes, Huawei? Warum führen wir diese Diskussion? Ja, natürlich ist das in erster Linie eine sicherheitspolitische Diskussion. Sind unsere Netze oder sind die Komponenten in unseren Netzen sicher genug, damit diese Netze nicht missbraucht werden können von chinesischen Behörden? Sie sind es wahrscheinlich nicht. Ich bin sehr skeptisch. Aber zur vollständigen Wahrheit gehört auch, wir haben zurzeit in Europa keine Unternehmen, die in der Lage sind, diese Technik zu liefern. Wir haben zwei. Aber diese Unternehmen sind ungefähr 2 Jahre technologisch zurück und sie sind in jedem Falle teurer. Und jetzt haben wir die 5G-Lizenzen an die deutschen Telekom-Unternehmen, 4 oder 5 an der Zahl, so teuer verkauft, dass die sehr schnell damit Geld verdienen müssen. Ob das der richtige Weg war, das zu machen, habe ich meine Zweifel. Andere Länder haben das, wie ich finde, besser gemacht. Also wenn man durch Polen oder durch die Tschechische Republik oder durch die Slowakei oder durch Bulgarien reist, und dort zu jeder Zeit stabile Internetverbindungen hat und ich auf dem Weg von Brilon nach Frankenberg noch nicht einmal ununterbrochen telefonieren kann, dann bin ich mir nicht so sicher. Dann bin ich mir nicht so sicher, ob wir da die richtigen Entscheidungen haben. Aber sie sind jetzt so betroffen, da müssen wir mit umgehen. Deswegen müssen wir diese Netze schnell ausbauen. Aber die Schlussfolgerung daraus muss doch lauten: Wir müssen so schnell wie möglich aufholen, auch in der technologischen Ausrüstung und in der Fähigkeit eigener Unternehmen, solche Technologien zu entwickeln. Ich gebe Ihnen dazu eine Zahl. Jeder von uns nutzt Handy, Datennetze, PC zu Hause, im Unternehmen. Unsere Welt ist ja gar nicht mehr vorstellbar ohne permanente Kommunikation über diese Datennetze. 4% der Daten, die Sie jeden Tag, jede Stunde, fast jede Minute nutzen, nur 4% der Daten liegen auf europäischen Rechnern. 96% unserer Daten, die wir verwenden, liegen entweder auf amerikanischen oder zunehmend auf chinesischen Rechnern. Da liegt das eigentliche Problem. Huawei ist nur ein Synonym. Huawei ist der Ausdruck dafür, dass wir technologisch nicht mehr souverän sind. Wir müssen Souveränität zurückgewinnen.
Unabhängigkeit, Entscheidungsoptionen zurückgewinnen, uns frei entscheiden zu können. Und wenn Sicherheitsbedenken da sind, dann müssen diese Sicherheitsbedenken nicht nur ernst genommen werden, sie müssen auch Konsequenzen haben. Aber Konsequenzen heißt, Alternativen zu haben. Wir brauchen eigene Technologie. Wir brauchen eigene Unternehmen. Und wer ist denn dann wieder wir? Sind das wir Deutsche? Oder sind das vielleicht doch wir Europäer? Warum gibt es nicht ein einziges europäisches Telekommunikationsunternehmen, das in allen europäischen Ländern tätig ist, ein wirklich europäisches Unternehmen ist und diese Technologie entwickelt? China hat 2 oder 3, Amerika hat 3 und fusioniert gerade Nummer 2 mit Nummer 3. Europa hat über 200 konkurrierende Telekommunikationsunternehmen. Die letzte große gemeinsame europäische Initiative für europäisches Industriekonzept und Unternehmen war, die wissen es alle, Airbus, 50 Jahre alt, Franz Josef Strauß. Das war die letzte große transeuropäische Initiative für ein großes europäisches Industrieunternehmen. Was ist der damals kritisiert worden, für diesen Wahnsinn Industriepolitik in Europa zu machen? Und was wären wir heute ohne Airbus? Wir brauchen so etwas wie diesen Gedanken wieder in Europa. Wir brauchen große europäische Digitalunternehmen. Warum haben wir keine europäische Cloud? Keine Lösungen, wo wir in großem Umfang nicht nur Daten sammeln, sondern auch Daten verarbeiten können. Das Thema Datenverarbeitung wird eines der größten Megathemen der nächsten Zeit werden. Wer nicht in der Lage ist, Daten zu verarbeiten, wird nicht in der Lage sein, seine Industrie zu entwickeln. Und Industrie, meine Damen und Herren, ist nicht Frankfurt, Köln, Leverkusen, Hamburg, München. Industrie ist Brilon, Arnsberg, Frankenberg. Da sind die Unternehmen, die das dringender denn je brauchen. Und da müssen wir, ich wiederhole mich, Souveränität zurückgewinnen, diese Industrieunternehmen mit europäischer Technologie auszustatten und nicht davon abhängig zu bleiben und vielleicht noch abhängiger zu werden von amerikanischen Unternehmen und von chinesischen Unternehmen. Uns das nun gefällt oder nicht, wir müssen uns über Energiepolitik und Umweltpolitik miteinander unterhalten. Wir stehen umweltpolitisch wahrscheinlich vor der größten Herausforderung der Menschheit, die es in den letzten Jahrhunderten gegeben hat. Und ich rate uns dringend in der CDU, aber auch in allen anderen gesellschaftlichen Gruppen, ich rate uns dringend, nicht zu bestreiten, dass wir ein ernsthaftes Problem haben. Wir haben ein ernsthaftes Problem. Wir müssen uns aber intensiv darüber eigene Gedanken machen, wie wir dieses Problem lösen. Ich freue mich bei dieser Gelegenheit, möchte ich das gerne sagen, freue mich sehr, dass Vertreter anderer politischer Parteien hier bei uns sind, der FDP und der Grünen. Hätte mich auch gefreut, wenn die Sozialdemokraten, sofern sie noch gibt, noch da gewesen sind. Aber Sie lachen darüber. Ich finde das nicht zum Lachen, weil ich schon mit einiger Sorge sehe, wie sich diese Partei im Augenblick entwickelt. Die SPD, bei allem, was wir an Meinungsunterschieden haben, aber die SPD hat über Jahrzehnte auch zur Stabilität der Bundesrepublik Deutschland maßgeblich beigetragen. Und es ist keine gute Entwicklung, wenn die zweite große deutsche Volkspartei in Wahrheit keine mehr ist. Das ist für die Stabilität der Bundesrepublik Deutschland kein SPD-Problem, sondern es ist ein Problem von uns allen. Aber das sind wahrscheinlich vergangene Zeiten. Gut ist, dass wenigstens andere hier sind. Wir müssen uns miteinander ernsthaft streiten um die Frage, wie wir dieses Problem lösen. Wir bezweifeln nicht und bestreiten nicht, dass es das Problem gibt. Aber wie wir zur Lösung des Problems kommen, darüber müssen wir sehr unterschiedliche Meinungen haben dürfen. Und meine Antwort ist eine zweigeteilte Antwort. Erstens, auch dies geht nur europäisch. Wir werden niemals in der Lage sein, dieses große Problem der Menschheit allein in Deutschland zu lösen. Auch da hat die Bundeskanzlerin recht. Wir sind nur 1% der Weltbevölkerung heute. Wir haben aber 2% des CO2-Ausstoßes. Jeder von uns belastet die Umwelt doppelt so hoch wie der Durchschnitt der Weltbevölkerung. Also haben wir eine doppelt so hohe Verantwortung. Aber diese Verantwortung allein auf Deutschlands Schultern zu legen, löst kein Problem.
Deswegen erlaube ich mir ein offenes Wort auch zur deutschen Energiepolitik. Die Entscheidungen sind getroffen. Die werden wir auch nicht mehr rückgängig machen können. Aber vielleicht eine Lehre aus diesen Entscheidungen. Europatauglich und europavereinbar sind sie nicht. Das macht ja kein anderer. So wie wir das machen, erst raus aus der Kernenergie, dann raus aus der Steinkohle, dann raus aus der Braunkohle und nur Wind und Sonne, ich mache das jetzt bewusst etwas vereinfachend, macht es keiner nach. Und das scheint ja Gründe zu haben, dass es keiner nachmacht. Wir sind deswegen in einer besonders schwierigen Situation. Wir müssen aber auch in Zukunft die Energiepolitik zusammen machen in Europa. Es hat keinen Sinn zu sagen, wir machen das alleine in Deutschland. Wir werden die Energieversorgung unseres Landes auf Dauer nicht alleine gewährleisten können. Wir bleiben aufgrund dieser getroffenen Entscheidungen wahrscheinlich für lange Zeit abhängig von Stromimporten aus Frankreich, aus Polen, aus der Tschechischen Republik. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Am 31.12.2019, Silvester des letzten Jahres, 0 Uhr, ist das Kernkraftwerk in Philipsburg stillgelegt worden, in der Nähe von Karlsruhe. Große Jubelveranstaltung der ganzen grünen Szene aus Deutschland. Wieder ein Kraftwerk stillgelegt. Am nächsten Morgen, am 1. Januar, Strombezug derselben Kunden, die vorher Fessenheim benutzt haben, die vorher Philipsburg benutzt haben, vom Kernkraftwerk Fessenheim aus Frankreich. Mit 41 Jahren das älteste Kernkraftwerk, das es überhaupt in Frankreich gibt, bezieht Deutschland seinen Strom am Tag, nachdem wir Philipsburg stillgelegt haben. Die Franzosen lachen sich tot über uns. So, das dürfen wir nicht wiederholen. Wir brauchen eine konsistente europäische Energiepolitik, wir brauchen eine konsistente europäische Umweltpolitik und wir brauchen eine gemeinsame Lösung dieser Probleme und das ist mein zweiter Punkt. Lösung heißt Marktwirtschaft, nicht nur Regulierung und Gesetze. Weitgehend unbeobachtet, von großen Teilen auch der Medien, bewusst oder unbewusst nicht gesendet, wir haben zum Jahreswechsel 2019-2020 in der Umweltpolitik einen sensationellen Erfolg zu vermelden. Zum Jahreswechsel 2019-2020 ist der CO2-Ausstoß in Deutschland gegenüber dem Jahr 1990, und das ist das Jahr, auf das wir alle Bezug nehmen bei allen umweltpolitischen Entscheidungen, er sollte um 40% reduziert werden. Er ist reduziert worden um 36,5%. Wir haben zum Jahreswechsel 19-20 fast eine Punktlandung hingelegt in der Reduktion von CO2 verglichen zu 1990. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, die zweite Hälfte kommt jetzt. Und jeder, der mal Langstreckenlauf gemacht hat, Marathonlauf gemacht hat, weiß, nicht die ersten 20 Kilometer sind schwierig, die letzten 20 Kilometer sind schwierig. Und deswegen gehen wir jetzt auf den zweiten Teil der Strecke und der wird der schwierigere. Wir müssen hier aber deswegen bei dem Ordnungsprinzip bleiben, mit marktwirtschaftlichen Instrumenten und Ordnungsrecht. So viel Marktwirtschaft wie möglich und so viel Regulierung wie nötig, damit wir gemeinsam dieses Problem lösen können. Und dann, meine Damen und Herren, haben wir als Christdemokraten hier eine besondere Aufgabe. Ich vermute mal, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten verstärkt eine Diskussion über die Frage führen, insbesondere wenn die Wirtschaft jetzt in die Knie geht nach Corona. Wie retten wir eigentlich die Arbeitsplätze in Deutschland? Wie sorgen wir eigentlich dafür, dass wir eine Industrienation bleiben? Wir müssen ein Kunststück fertigbringen, das höchste intellektuelle Ansprüche stellt. Wir müssen das Kunststück fertigbringen, Ökonomie und Ökologie, Wirtschaft und Umwelt, Industrie und Klimaschutz so miteinander zu verbinden, dass wir auch in 10 Jahren, wenn wir der Lösung dieses Problems hoffentlich einen großen Schritt näher gekommen sind, immer noch Industriearbeitsplätze in Deutschland haben. Das sind Sie, die in diesen Unternehmen arbeiten, aber das sind auch die, die da sitzen. Die werden uns nämlich die Frage stellen, wo sind denn unsere Ausbildungsplätze? Wo sind denn unsere Arbeitsplätze in den nächsten 10, 20, 30 Jahren? Wir haben eine Verantwortung für diese Generation, Umweltpolitik zu machen, nicht nur für heute, sondern für morgen und für übermorgen und beide Ziele miteinander zu verbinden. Und da werden wir uns mit den Grünen offen, fair, aber auch klar und deutlich auseinanderzusetzen haben. Und da, wo es Unterschiede gibt, müssen Unterschiede auch öffentlich ausgetragen werden.
Dann müssen wir streitig diskutieren. Und damit bin ich bei dem Letzten, was ich Ihnen gerne sagen möchte. Wir erleben große kulturelle Veränderungen in unserem Land und in unserer Gesellschaft. Wir erleben gewaltige ökonomische Veränderungen in unserem Land und in unserer Gesellschaft. Und wir erleben gleichzeitig eine Verrohung der politischen Sitten und eine immer größere Bedrohung und Infragestellung unserer politischen Institutionen. Das sind die drei großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Die soziokulturellen Fragen, die sozioökonomischen Fragen und letztendlich auch die Fragen des politischen Populismus und der Autorität unserer politischen Systeme. Wir können nichts mehr beantworten mit der Rezepte der 90er Jahre, der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Wir müssen den Blick nach vorne richten und müssen neue Antworten auf neue Herausforderungen, neue Fragen geben. Aber dabei müssen wir den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft immer auch im Blick behalten. Wir dürfen nicht diejenigen ausspielen, die in den großen Städten leben, gegen diejenigen, die auf dem Land leben. Nicht diejenigen, die tolle Arbeitsplätze in modernen, hippen Unternehmen haben, gegen diejenigen, die bei Conti hier in Korbach arbeiten. Wir brauchen beides. Wir brauchen Industriearbeitsplätze, modernste Arbeitsplätze in den Infrastrukturen, in den neuen Technologien. Und wir brauchen, meine Damen und Herren, hier einen klaren Kompass, wie wir dieses Land und diese Gesellschaft weiterentwickeln. Ich sehe mit einiger Besorgnis und einiger Sorge, wie sich der Ton und wie sich die Stimmungslage verändert. Das ist nicht nur in den sozialen Medien der Fall, das ist auch in unserem Alltag der Fall. Wo sage ich das? Hier in dieser Region, wo es einen Regierungspräsidenten wenige Kilometer entfernt gegeben hat, der Opfer eines solchen Anschlages geworden ist. Wir müssen alle ein bisschen aufpassen, dass wir jenseits der parteipolitischen Auseinandersetzung, die dringend notwendig ist und die ich gerne wieder stärker in den Mittelpunkt stellen möchte, weil Unterschiede deutlich werden müssen, dabei den Umgang und den Ton miteinander bewahren und Respekt vor dem anderen und auch vor der Meinung des anderen bewahren. Das muss das Markenzeichen von uns sein. Und es gibt in diesem Zusammenhang ein schönes oder ein nachdenkenswertes, ganz schönes, ein nachdenkenswertes Wort eines unserer größten Historikern, lebenden Historikern, den ich immer wieder häufig und gerne zitiere. Ich kenne ihn persönlich sehr gut, habe viele Diskussionen auch in der Atlantikbrücke mit ihm gehabt über Amerika und Europa. Heinrich August Winkler, viele von Ihnen werden den Namen kennen, der die Standardbücher geschrieben hat über den langen Weg nach Westen unseres Landes. Der sagt: Wir befinden uns mitten in einem Kulturkampf um die Zukunft unserer freiheitlichen, liberalen, offenen Gesellschaft. Und er fügt hinzu, es ist keineswegs sicher, dass wir diesen Kulturkampf auch gewinnen. Und bevor wir jetzt nach Russland schauen oder nach China schauen oder nach Amerika schauen, bleibt unser Blick in Europa. Polen, Ungarn, die Slowakei, die Tschechische Republik. Einige Länder in Europa sagen mittlerweile, diese Demokratien, diese Meinungsvielfalt, diese Pressefreiheit, diese Religionsfreiheit, wir wollen doch lieber den Weg einer, wie sagen Sie, illiberalen Demokratie gehen. The winner takes it all. Der die Mehrheit hat, entscheidet über die Besetzung der Gerichte, entscheidet über die Presse, entscheidet über die Kirchen, entscheidet über alles. Das ist nicht unser Modell. Unser Modell von Demokratie und Liberalität, Offenheit, Freiheit ist, dass insbesondere die Minderheiten geschützt werden. Die Minderheit in der Gesellschaft ist genauso konstitutiver Bestandteil für eine funktionsfähige, offene Gesellschaft wie die Mehrheit. Wenn die Mehrheit die Minderheit nicht mehr gelten lässt, dann ist die offene und freiheitliche Gesellschaft am Ende. Und deswegen sage ich bei aller Bereitschaft, und ich habe sie, und ich komme in der Schlussbemerkung nochmal auf mich und die CDU zu sprechen, bei aller Bereitschaft, in einen harten politischen Meinungskampf zu gehen, wir müssen immer das Gefühl haben und mitdenken, es könnte sein, dass der andere auch recht hat. Aber wir müssen gleichzeitig unsere eigenen Positionen klar und deutlich formulieren. Und deswegen ist für mich strategisch, und das ist meine Bemerkung zur CDU, strategisch die Zeit der sogenannten asymmetrischen Demobilisierung am Ende.
Was heißt das? Und dann Sie erkennen das. Wir haben es erprobt. Ich habe es in meinem Wahlkreis auch gemacht bei den Bundestagswahlen. Also um es mal vereinfacht zu sagen, wir mobilisieren nur noch unsere eigenen Leute, gehen nur noch dahin, wo unsere eigenen Leute sind. Und wir wissen ja mittlerweile durch viele Daten, die man so nutzen kann und legal nutzen kann, wo unsere eigenen Leute leben. Gehen überhaupt nicht mehr dahin, wo die anderen sind. Wir begeistern unsere eigenen Leute und chloroformieren den politischen Gegner. Meine Damen und Herren, das ist zutiefst undemokratisch. Die Menschen wollen, die Bevölkerung, die Wählerinnen und Wähler in diesem Lande wollen Unterschiede sehen. Und wir, die Christlich-Demokratische Union, wir liegen jetzt bei 22% in den Umfragen. Wenn wir es nicht schaffen, wieder Unterschiede deutlich werden zu lassen, was macht uns als Christdemokraten eigentlich unterscheidbar von allen anderen? Wenn nicht wieder klar ist, dass wir eine eigene Meinung haben und nicht nur einen Kompromiss mit anderen. Wenn wir uns nicht ständig an anderen messen, sondern die anderen zwingen, sich an uns zu messen, dann werden wir auf eine Situation zusteuern, wo wir in Deutschland 3 oder 4 Parteien haben, die irgendwo so zwischen 15% und 25% haben. Und die können dann bunt durcheinander Koalitionen mal machen oder mal nicht machen. Aber wir werden keine Richtungsentscheidungen mehr in Deutschland treffen, wo es darum geht, in die eine Richtung oder in die andere Richtung zu gehen. Und das ist meine Motivation, auch noch einmal zurück in die Politik zu gehen. Das ist nicht mein Ego. Ich möchte das gerne, aber ich muss es nicht machen. Ich möchte es deshalb gerne, weil ich das Gefühl habe, dass wir diesem Land etwas schuldig sind als christliche Demokraten. Nämlich eine klare politische Meinung zu bestimmten Themen unserer Zeit und die Verantwortung dafür, dies auch in parlamentarischen Mehrheiten und in Regierungen in die Tat umzusetzen. Stehen wir auch in unserer Partei vor außergewöhnlich schwierigen, aber auch spannenden Wochen. Und ich habe das in Berlin in der letzten Woche gesagt und will das gerne heute Abend hier noch einmal wiederholen. Der 25.04., wenn er denn stattfindet als Bundesparteitag der CDU, ist ein wichtiger Tag. Aber der wichtigere Tag ist der 26.04. Am Tag nach diesem Bundesparteitag muss die Christlich-Demokratische Union in Deutschland so aufgestellt sein, dass eine relative Mehrheit der Bevölkerung wieder das Vertrauen hat. Da sind Männer und Frauen zusammen, die die Aufgabe annehmen, für dieses Land zu arbeiten, mit dieser Partei etwas zu tun. Und da sind welche unterwegs, die sich wirklich ernsthaft Gedanken machen um die großen Herausforderungen der nächsten 10 Jahre, der großen Aufgaben, die für dieses Land auf der Tagesordnung stehen und die im Ringen um die Antworten auch bereit sind, sich dafür in politische Meinungsauseinandersetzung mit dem politischen Gegner zu begeben, um daraus am Ende des Tages das beste Ergebnis für alle zu machen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir nicht nur etwas Gutes für uns getan. Wenn uns das gelingt, dann haben wir einen großen Beitrag geleistet zum Fortbestand einer offenen, freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft in diesem Lande. Und ich sage Ihnen das heute mit diesem Nachdruck und so nachdenklich und vielleicht auch nachdrücklich, weil ich das genau so empfinde. Wir müssen in dieser schwierigen Zeit die stabile politische Partei der Mitte in Deutschland bleiben, vielleicht muss ich sagen, wieder werden, die wir über so viele Jahrzehnte unter völlig anderen Bedingungen gewesen sind. Und ich weiß sehr wohl, dass das unter diesen schwierigen Bedingungen, in denen wir heute leben, eine gewaltige Herausforderung ist. Das kann auch einer alleine nicht schaffen. Aber einer muss führen. Und einer muss vorne stehen und sagen, ich trage die Verantwortung dafür, dass wir diesen Versuch jetzt gemeinsam in dieser großen Partei gemeinsam unternehmen. Und deswegen werde ich mich zur Wahl stellen. Und deswegen habe ich die Einladung angenommen von heute Abend, nicht ahnend, unter welchen Umständen es stattfindet. Deswegen freue ich mich über die Begegnung mit Bernd Siebert und vielen anderen, die wir uns kennen. Deswegen habe ich die herzliche Bitte, personalisieren Sie es nicht nur,
sondern lassen Sie uns gemeinsam um die beste Aufstellung der CDU ringen und streiten und zu einem guten Ergebnis bei unserem nächsten Bundesparteitag kommen, damit wir diese Aufgabe wahrnehmen können. Nicht für uns, nicht für die Partei, sondern für die Bundesrepublik Deutschland, die unsere Heimat ist und die deren Zukunft ist. Herzlichen Dank. Zum Ende Ihrer Rede sprachen Sie dann von mehr Macht, von Ordnungspolitik. Und es werden ja jetzt auch innerhalb der führenden Politiker auf Bundesebene auch Maßnahmen laut, die über Kurzarbeit hinweggehen, Konjunkturpakete. Und ich glaube, die Politiker haben in den letzten Jahren auch verlernt, dass es dort zwei Wirkungsweisen von Konjunkturpaketen gibt. Nämlich nicht nur die auf der Nachfrageseite, sondern auch die ordnungspolitische auf der anderen Seite. Herr Merz, glauben Sie, dass das zur jetzigen Zeit nötig ist? Glauben Sie, dass Sie Wirtschafts- und Konjunkturpakete brauchen? Und wenn ja, wie würden Sie die stricken? Also, Herr Schröder-Schmidt, herzlichen Dank für die Frage. Ich will Sie vielleicht mit einem Blick auf den Jahreswechsel beantworten. Wir haben zum Jahreswechsel 2019-2020 in den öffentlichen Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden 50 Milliarden Euro Überschuss gemacht. Mir ist es unverständlich, wie angesichts von 50 Milliarden Euro Überschuss sogar einige Wissenschaftler in diesem Land auf den Gedanken kommen, wir müssen jetzt schuldenfinanzierte Konjunkturpakete machen. Das beste Konjunkturpaket wäre im Augenblick einen beherzten Schritt in der Entbürokratisierung dieses Landes. Da hätte ich einen sehr konkreten Vorschlag. Ich habe nichts dagegen, damit das kein Widerspruch ist. Ich habe nichts dagegen, dass Betroffene gegen Vorhaben und seines Windräder auch klar. Aber dass wir dieses ausufernde Klagewesen haben, das ist ein größter Hemmschuh für die weitere Entwicklung unseres Landes, gerade in einer solchen Zeit, wo wir möglicherweise in eine, ja, wir stehen am Rande einer Rezession. Ob die kommt oder nicht, kann keiner von uns voraussagen, aber wir stehen am Rande einer Rezession. In einer solchen Situation wäre ein beherzter Schritt zur Entbürokratisierung wahrscheinlich viel mehr wert, als jeder zusätzliche schuldenfinanzierte Euro, der da ausgegeben werden soll, auf dem Konto liegen bleibt, weil die Projekte nicht realisiert werden. Ich würde gerne auf sicherheitspolitische Aspekte zu sprechen kommen. Wir sind ja nun in der Atlantikbrücke tätig gewesen und Frankenberg ist Garnisonsstadt der Bundeswehr. Strukturen dort wieder zu errichten, wo Kriege und Bürgerkriege die Länder verwüstet haben. Und da dürfen wir uns, brauchen wir uns in Deutschland nicht zu verstecken. Wir gehören zu denen, die damit am meisten leisten. Und deswegen bin ich geneigt zu sagen, lassen Sie uns doch nicht über 2% sprechen, sondern über 3. Und in diesen 3% auch alle Hilfen, die wir leisten, für zivilen Wiederaufbau, für zivile Strukturen, für Infrastruktur, alles, was wir bis hin in den Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit tun. Und da ist Deutschland wirklich gut, alles zusammenzunehmen. Nicht nur die militärischen Aufwendungen, sondern auch die Aufwendungen, die wir für die Wiederherstellung von zivilen Strukturen leisten. Und dann würde ich in dem Zusammenhang den Amerikanern sagen, Freunde, das, was ihr da mit dem UNHCR macht, also mit den Beiträgen für das UN-Flüchtlingshilfswerk, ist komplett inakzeptabel. Die Lebensmittelrationen runterzusetzen, weil der UNHCR aufgrund der Kürzungen des amerikanischen Anteils nicht mehr genug Geld hat. Ich gebe Ihnen mal die Zahlen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk hat ein Jahresbudget von 8 Milliarden Euro. Für alle Flüchtlinge auf der Welt. Und wir haben zurzeit mindestens 60 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Dafür hat der UNHCR 8 Milliarden. Wir geben für die 1,2 Millionen Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind,
25 Milliarden im Jahr aus. Fast das Dreifache oder sogar mehr als das Dreifache dessen, was die gesamte UN-Flüchtlingspolitik an Mitteln zur Verfügung hat. Und diese Mittel sind auch deswegen so gering, weil die Amerikaner ausgestiegen sind aus der Mitfinanzierung. Oder wesentliche Teile nicht mehr mitfinanzieren. So, ich habe mit dem 2%-Ziel kein Problem, das hat Deutschland vereinbart. Übrigens, der damalige Außenminister hieß Frank-Walter Steinmeier. Das ist keine Erfindung der CDU, das ist eine gemeinsame Entscheidung der Großen Koalition. Merkel II mit Steinmeier als Außenminister und einem Verteidigungsminister, der das mit unterschrieben hat. Aber dieses 2%-Ziel reicht nicht aus, um die Probleme, die wir in diesen Regionen der Länder haben, wirklich ernsthaft zu lösen. Nicht nur der militärische Anteil ist wichtig, auch der zivile Aufbauteil ist wichtig. Und deswegen würde ich es lieber in einen größeren Zusammenhang stellen. Und dann können wir den Amerikanern auch sagen, okay, ihr habt recht mit der Forderung, dass wir unsere Ausgaben da erhöhen müssen, aber wir haben umgekehrt den Anspruch, dass ihr euch an dem Wiederaufbau und an den Flüchtlingsproblemen beteiligt und ihr habt nicht zuletzt durch eure Fehler, nehmen wir mal nur den Irakkrieg, durch eure Fehler einen großen Teil der Probleme mit ausgelöst und dann müsst ihr sie auch helfen mitzulösen. Das wäre meine Antwort an Sir Donald Trump. Dann muss man definieren, welche Anforderungen wir wollen. Und wir wollen. August Winkler war gefragt, was halten Sie von dem Satz? Und hatte ich August Winkler als SPD-Mitglied. Also weit weg vom Verdacht, da irgendwo ein Hardliner, nationaler Hardliner zu sein. Er gibt folgende schöne Antwort. Dieser Satz ist historisch falsch. Und er ist auf die heutige Zeit bezogen unterkomplex. Er wird der Beschreibung des Problems nicht gerecht. Unterkomplex. Ein wunderbarer Begriff. Ja. Unterkomplex hat auf Deutsch übersetzt falsch. Unangemessen. Nicht ausreichend. Und wenn dieser Satz, der Islam gehört zu Deutschland, falsch ist, dann ist auch der Satz falsch oder zumindest unterkomplex, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Der ist dann genauso unterkomplex, wie der Satz, der Islam gehört zu Deutschland. Beide Sätze sind unterkomplex. Werden der Beschreibung des Problems nicht gerecht. Wir haben Millionen Menschen in diesem Land im Leben, die sind Muslime. Und diese Millionen Menschen gehören zu Deutschland. Aber der Islam, gibt es den Islam eigentlich? Große Zweifel. Die islamischen Theologen bezweifeln es selbst, dass es den einen Islam gibt. Aber es gibt natürlich einen europäischen Islam. Es gibt einen Islam in Deutschland. Es gibt Muslime in Deutschland. Und da werden wir uns immer wieder mit kulturellen Fragen beschäftigen müssen. Das Bundesverfassungsgericht vor einer Woche musste die Frage beantworten, ist eine Rechtsreferendarin berechtigt, im Gerichtssaal Kopftuch oder sogar Verschleierung zu tragen? Und sie sind zu dem meines Erachtens zutreffenden Ergebnis gekommen, dass das Kopftuch Ausdruck einer religiösen Haltung ist, die in unseren Gerichten, die religiös neutral sein müssen, nichts zu suchen hat. Wir können ja das ganze Bild unserer Gesellschaft aus, dass wir uns in der Sache klar äußern, dass wir das aber respektvoll tun, dass wir das nicht abwertend tun, dass wir das nicht menschlich schäbig machen, sondern dass wir denen, die hier sind, mit demselben Respekt begegnen, auch wenn sie komplett anderer Meinung sind als wir. Das erst macht die Stärke unserer Gesellschaft aus. Schon, die Antwort ist ein bisschen zu lange. Also, ja, schöne Rede von, also wieder ein prominenter Gast hier in Frankenberg. Die Frankenberger schaffen das immer wieder. Er hat viele, viele Felder angesprochen, Herr Merz. Unter anderem Digitalisierung war ja jahrelang auch eine CDU-Domäne, aber bewegt hat sich da wenig. In anderen Bereichen hat sich viel bewegt. Wie wird es sein, wenn eine CDU wieder zu ihrer Linie zurückfindet?
Zunächst einmal möchte ich feststellen, dass Friedrich Merz eine großartige Rede gehalten hat. Er hat die Themen angesprochen, um die es geht. Er hat die Zukunftsfragen erörtert und vor allen Dingen hat er nicht nur Probleme skizziert, sondern hat auch Lösungen aufgezeigt, hat genau den Finger in bestimmte Wunden gelegt. Ja, wir haben noch Spielraum nach oben, was die Digitalisierung betrifft, gleichwohl. In verschiedensten Bereichen haben wir in den letzten Jahren einiges unternommen, unter anderem auch den Digitalpakt Schule, den wir in Hessen jetzt umsetzen mit hessischem Geld, was wir noch oben drauflegen. Zweifelsohne ist es so, dass wir diesen ganzen Bereich 5G besonders in den Blick nehmen müssen und dort müssen wir besser werden, im Idealfall, genau wie Friedrich Merz es sagt, mit einer konzertierten europäischen Aktion, um genau solche Zukunftsprojekte im Wettbewerb mit den anderen Nationen dieser Welt, mit China und den USA, auch erfolgreich bestreiten zu können. Corona zeigt es einmal die Probleme der Globalisierung, aber auch der fehlende Digitalisierung. Man könnte jetzt ja gut Unterricht zu Hause machen und. Müssen wir wieder Firmen zurückholen nach Europa aus China? Also, zwei Themen sprechen Sie an. Einmal Corona. Ja, eine ernstzunehmende Situation. Gleichwohl rate ich dazu, dass wir aufmerksam, achtsam, aber nicht ängstlich sind. Es wäre falsch, wenn wir von heute auf morgen das komplette gesellschaftliche Leben lahmlegen würden, wenn man flächendeckend Schulen schlösse, wenn man flächendeckend die Kindergärten schlösse, dann muss man immer auch die Frage beantworten, wer kümmert sich in diese Uhrzeit und während dieser Zeit um die Kinder. Deswegen nicht eine Flächenlösung, sondern eine punktuelle, zielgenaue Frage, die dann auch angemessen auf die Situation vor Ort reagiert. Ich meinte eigentlich eher im Rahmen der Globalisierung lange Lieferketten, viele Produkte, die in China produziert werden und nun Corona die Schwäche der Globalisierung zeigt. Also wieder Firmen mehr zurück nach Europa holen. Das ist der zweite Teil der Frage. Deswegen hatte ich ja bewusst auf zwei Punkte hingewiesen. Also ja, bestimmte Aspekte muss man tatsächlich überdenken, wenn man nach 8 Wochen, so lange dauert es ungefähr, bis ein Containerschiff von China bis in Rotterdam, in Hamburg, wo auch immer ankommt, wenn dort Dinge, die wir zwingend und dringend brauchen, für beispielsweise medizinische Versorgung nicht geliefert werden können und so Lieferketten unterbrochen werden, ist es ein Problem. Gleichwohl habe ich mir versichern lassen, dass wir insbesondere, was die medizinische Versorgung betrifft, keine Schwierigkeiten haben. Allerdings in der Industrie, wo eine globale Vernetzung ja nicht nur mit China, auch mit anderen Nationen vorhanden ist, ist das ein so spezialisiertes und differenziertes Verfahren, dass man sicherlich auch darüber nachdenken muss, manche Dinge wieder mehr, nicht nur auf der Straße, sondern auch auf Lager vorzuhalten, damit man nicht ganz so abhängig ist von den globalen Prozessen. Herr Schwarz, ein Tipp für die Wahl im April? Ich arbeite intensiv daran, dass Friedrich Merz neuer Parteivorsitzender wird. Da habe ich nie einen Hehl draus gemacht. Auch ich habe 2018 vor dem Hamburger Parteitag mich klar positioniert, klar für Friedrich Merz vorher Werbung gemacht und auch für Friedrich Merz gestimmt. Das bedeutet, ich setze da auch auf Sieg. Ich hoffe, dass wir da in einem fairen Wettbewerb mit den anderen Kandidaten, die alle große Stärken auch haben, mit Friedrich Merz als Erster über die Ziellinie gehen. Das ist mein Ziel und ich hoffe, dass der Parteitag am 25. April trotz der aktuellen Corona-Verunsicherung stattfinden kann. Vielen Dank. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Wiedereinzug in den Bundestag. Beim ersten Anlauf wäre es schöner gewesen, aber auch in der zweiten Halbzeit, oft sind es ja die Auswechselspieler, die Tore schießen. Wir müssen halt zur Kenntnis nehmen, ich lebe in einer Region, wo die Direktgewinnung des Wahlkreises eher nicht möglich für Christdemokraten ist. Aber umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt wieder nachgegangen bin. Ja. Ich bin 23 Jahre im Bundestag bisher, jetzt kommen noch 2 Jahre dazu, wenn die Legislaturperiode sich normal
beendet. Das sind ja 25 Jahre. Da muss ich ja nächstes Jahr hungern fürs Jubiläum. Ja, ja, ja. Das war doch eine sehr schöne Zeit. Ja. Also ich bin seit Montag wieder da. Habe vorige Woche die ersten Sitzungen des Parlaments wahrgenommen und habe doch überrascht zur Kenntnis genommen, das, was Friedrich Merz eben auch sagte. Die Art der Auseinandersetzung hat sich verändert. Die Art des Miteinanderumgehens hat sich verändert, auch in den Ausschüssen. Man lässt sich gegenseitig nicht mehr ausreden, man geht persönlich aufeinander negativ zu. Das finde ich nicht in Ordnung. Und ist ja ein Trend in der Gesellschaft. Wenn Sie in Ihrem Wahlkreis oder Ihren Heimatkreis Schwalm-Eder gucken, wer mag denn heute noch Bürgermeister sein, weil der Feuerlöschteich, den es seit 300 Jahren im Ort gibt, nun keinen Elektrozaun hat? Sie reden von Clemens Olbrich in Neukirchen. Das Urteil, was ich da in Dreisat zur Kenntnis abnehmen müssen, das ist, spottet jeder Beschreibung. Ich kann das nicht nachvollziehen und ich bin auch froh, dass der Clemens Olbrich in Revision geht und ich denke, dass die nächsthöhere Instanz das Gerichtsurteil auch revidiert. Kommen wir mal zu Friedrich Merz. Er hat ja viele Punkte angesprochen. Ich habe ja auch, der Kollege Schwarz steht ja neben Ihnen, gefragt. Ein paar Dinge sind hausgemachte Probleme über Jahre. Da war die CDU nicht ganz unbeteiligt. Das ist unter anderem die Digitalisierung. Also ich will mit einer allgemeinen Bemerkung beginnen auf diese Frage hin. Jede Zeit hat denjenigen Führer, die die Zeit erwartet und hergibt. Die Frau Merkel hat eine sehr ordentliche Arbeit gemacht, auch bis heute. Aber ihre Zeit ist vorbei, das hat sie selber auch gesagt. Nächstes Mal tritt sie nicht wieder an. Jetzt muss jemand installiert werden, der das Land deutlicher führt, als das die Frau Merkel gemacht hat. Die wollte das auch gar nicht, sondern sie hatte in ihrer Zeit die Meinung, und das war auch gut so, sie moderiert. Ja, aber fehlt da nicht so eine Integrationsfigur wie der Volker Kauder, der also Partei, Fraktion und Kabinett so einigermaßen in die Richtung gebracht hat und zwischen allen vermittelt hat und auch geradeaus war. Und auf einmal war er weg und es fing an zu bröckeln. Ich persönlich bin ein Fan von Volker Kauder, lange Jahre befreundet. Aber so ist Demokratie. Es gab einen Gegenkandidaten, der Gegenkandidat hatte mehr Stimmen und führt und macht das auch sehr ordentlich, allerdings medial noch nicht so rübergekommen, wie das bei Volker Kauder der Fall war. Nein, ich glaube, unsere Partei ist wirklich außerordentlich gut aufgestellt. Bei den Kandidaten um Parteivorsitz haben wir den Armin Laschet, das ist ein guter Ministerpräsident, leistet dort hervorragende Arbeit. Norbert Röttgen ist ein qualifizierter Außenpolitiker und Friedrich Merz, haben Sie heute gehört, das ist auch eine außerordentlich kluge und gute Figur, die wir als Führenden auch brauchen. Also ich denke, wir haben nicht wie die andere große Volkspartei, Grüße bitte, wir haben nicht wie die andere große Volkspartei Probleme, sondern wir werden die Zukunft gestalten können und wir werden auch dieses Land geordnet in die richtige Richtung führen. Tipp für den Bundesparteitag im April, so er denn stattfindet. Wer wird's? Tja, es kommt immer bei solchen Parteitagen auf die Tagesform der Redner an. Die werden ja alle drei eine Rede halten nacheinander. Und ich gehe davon aus, nach der jetzigen Situation, dass das Friedrich Merz gewinnt. Aber wie gesagt, wir haben das ja das letzte Mal auch erlebt. Er hat eine schlechtere Rede gehalten als die Frau. Aber ist es auch ein bisschen die Sehnsucht innerhalb der Union, auch gerade bei der jungen Union, wieder nach einer geradlinigen, klaren Führung, konservativ im positiven Sinne? Es ist eine starke Sehnsucht nach einer starken Persönlichkeit vorhanden. Auch bei den jungen Leuten. Und wenn man heute die Veranstaltung sieht, trotz dieses Viruses, ist die Halle dicke voll, über 700 Leute. Das ist tief beeindruckend. Es gibt keinen Politiker deutschlandweit, der so die Hallen füllt wie im Moment. Friedrich Merz. Herr Siebert, vielen Dank. Ich bedanke mich. Thomas Rampe, ja, wir hatten ein Vorhergespräch. Ist die Rede rum vom Friedrich Merz, der Eindruck? Ja, sehr gut. Also das, was ich mir erwartet habe und sogar noch übertroffen worden. Er hat wunderschön geredet. Er hat auch genau das, was ich im Vorfeld auch schon gesagt habe. Er will die Flügel wieder besetzen oder den rechten Flügel wieder besetzen.
und hat uns allen sehr gut gefallen, glaube ich. Er hat ja einige Punkte klar angesprochen. Das ist ja auch unter anderem die Weltwirtschaft. Wir haben vieles aus der Hand gegeben, das müsste wieder zurück. Anderer Punkt ist Digitalisierung. Da hühnern wir nun seit über 20 Jahren mit rum und kommen nicht zu Potte. Das muss ich auch ein bisschen die CDU ankreiden lassen als Regierung. Wie schnell, glaubst du, wird ein Vorsitzender Merz einen Richtungswechsel herbeiführen? Ich glaube, dass der Friedrich Merz schon einen Richtungswechsel schon zeitnah herbeiführen kann. Inwieweit dann die Umsetzung stattfindet, das wird sich natürlich dann im Laufe der Zeit sicher zeigen. Aber wir müssen ja irgendwann mal anfangen, dass wir, wie er es ja sagte, dass Europa in den Mittelpunkt gerückt wird. Damit müssen wir erstmal anfangen. Und dann kommen dann die Maßnahmen nach und nach. Genauso wie er das Beispiel mit Airbus brachte. So brauchen wir halt eben auf die digitalen Seite auch eine Firma, die groß genug ist, um den amerikanischen und chinesischen Firmen Paroli bieten zu können. Ja, wir hätten ja eigentlich, wenn wir eine vernünftige Digitalisierung hätten, auch mit Corona weniger Probleme, weil vieles kann man dann mit einer entsprechenden Leitung von zu Hause aus machen. Man kann also auch mal eine Woche Unterricht ausfallen lassen, wenn die Dörfer entsprechend vernetzt werden. Ja, das ist vielleicht auch nur ein Punkt, aber in Bezug auf Corona muss man auch sagen, da ist ja dieser Föderalismus, den wir hier in Deutschland haben, ja gerade effektiv. Weil wir ja so viele Labore haben, die dann auf Corona testen können, das kann man so und so sehen. Und das hat nicht unbedingt viel mit der Digitalisierung zu tun, mit der Krankheit, die wir gerade haben. Ich meine nur, wenn da man der Unterricht einer Schule für eine Woche ausfallen muss, kann man das also auch gut über Fernunterricht am Laptop machen. Das geht im Moment halt nicht. Ja gut, aber es ist ja auch von der CDU ja ein Digitalpakt ja verabschiedet worden für die Schulen. Und das muss ja auch erst alle noch greifen, aber da wird ja schon sehr viel getan. Und wer wird im April CDU-Vorsitzender? Ja, nach dem heutigen Tag gibt es gar keine Frage mehr. Das macht Friedrich Merz. Alles klar, vielen Dank. Ja, Rede von Friedrich Merz. Wir hatten vorher ein Gespräch. Mit das eingetroffen, was Sie erwartet haben? Ja, vollkommen. Also ich habe vorher natürlich die mediale Diskussion stark mitverfolgt und habe natürlich auch auf den sozialen Netzwerken geschaut, wie dort die Diskussion verläuft. Und ich glaube, dass Friedrich Merz wirklich heute gezeigt hat, dass er zukunftsorientiert denkt. Er ist glaubwürdig, er besitzt die Motivation, diesen Aufbruch, Aufbruch 2020, unter diesem Hashtag arbeitet er oft, auch wirklich verkörpert. Und ich glaube, wir können stolz sein, als CDU solch einen Bewerber zu haben, um den Parteivorsitz, der die Integrität der CDU bewahrt, den sozialpolitischen Flügel bedenkt, im ökologischen Zeitgeist mitgeht, das hat er heute deutlich gemacht, aber natürlich auch liberale Wirtschaftsideen wieder aufleben lässt und auch Werte wiederlebt. Einige Punkte hat er ja sehr deutlich angesprochen. Die fallen in eine Zeit, wo er sich aus der Politik zurückgezogen hat, aber die CDU durchaus Verantwortung getragen hat. Digitalisierung zum Beispiel und so weiter. Das hat er auch deutlich als Missstand angesprochen. Ja, ich glaube, dass Politik bedeutet ja immer, dass wir uns vor den Problemen zu einer gegebenen Zeit konfrontiert sehen. Ich glaube, dass das keine Frage ist eines Dualismus zwischen den vergangenen Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel und jetzt der Bewerbung von Friedrich Merz, sondern ich glaube, dass jeder zu seiner Zeit handeln muss und die wichtigen Schritte und Lösungen auch finden muss. Und natürlich wären das auch Fragen gewesen, die die Vergangenheit betroffen hätten. Allerdings haben wir uns in der Vergangenheit auch mit anderen Herausforderungen konfrontiert gesehen. Stichwort Eurokrise, Finanzkrise, Sparpolitik innerhalb der Europäischen Union, letzten Endes natürlich auch die Flüchtlingskrise. Wir sehen, dass die Welt komplexer wird. Wir haben im 21. Jahrhundert es mit einer internationalisierten, globalisierten Welt zu tun. Und ich glaube, dass in der Vergangenheit Angela Merkel als Bundeskanzlerin da sehr viele gute, richtige Entscheidungen mit hoher Besonnenheit und großem Ansehen auch in der Welt getroffen hat. Und ich glaube, das ist nicht falsch, jetzt zu sagen, dass wir in manchen Bereichen vielleicht auch nachbessern müssen. Im Ende April ist ja der denn Corona ist gestattet, der Parteitag. Ihr Tipp?
Ich glaube, dass Friedrich Merz gewählt wird. Vielen Dank, Thomas Müller. Tolle Veranstaltung. Alles eingetroffen, was wir im Vorfeld über die Rede, was Sie erwartet haben? So würde ich das sagen. Ich komme mal ein bisschen näher. Ich glaube tatsächlich, dass Friedrich Merz eine ganz tolle Rede gehalten hat. Eine Tour de Horizon durch die wesentlichen Themen der internationalen Politik, Wirtschaft, Finanzen, Arbeit, Sicherheit, innen wie außen. Da war alles dabei, was momentan aktuell ist. Corona, türkisch-griechische Grenze, innerparteiliche Situation. Also alle kleinen und großen Probleme hat er bedacht und die Reaktion des Publikums war ja eindeutig. Er hat auch zwischen den Zeilen ja immer mal auf die Mängel der Vergangenheit hingewiesen. Ja. Sehr, sehr präsidial diesmal, muss man ja sagen. Glauben Sie, dass er in der Lage ist, das in den nächsten 4, 6, 8 Jahren zu ändern? Ja, warum denn nicht? Und ändern ist ja ein relativer Begriff. Also er hat ja nicht gesagt, es war alles schlecht und wir müssen die Welt jetzt neu erfinden, sondern im Kern drehte es sich ja immer darum, ja, es gibt Dinge, die sind nicht ganz so gut gelaufen, die können wir in der Zukunft besser machen. Und warum soll ihm das nicht gelingen? Ich bin da recht optimistisch. Ja, war ja auch die Frage, er hat zwischen auf Mängel hingewiesen und sagt, das können wir besser machen letztendlich und müssen wir auch besser machen. Wenn Sie jetzt einen Tipp abgeben müssten für den Parteitag im April? Boah, das ist natürlich schwierig, Herr Dudek. Ein ziemlich offenes Rennen, meiner Ansicht nach. Wenn die Basis entscheiden würde, wäre es einfach, dann wäre das, glaube ich, klar bei Friedrich Merz. So wird das eng, aber da er ja beim letzten Mal gegen Frau Karrenbauer schon 48,6% hat, dann sollte es auch machbar sein, jetzt den Rest zu holen. Naja, nun ist Nordrhein-Westfalen der größte Landesverband. Das heißt, die Chancen für Herrn Merz stehen 50-50. Ja gut, also das sind ja geheime Wahlen. Und ob dann jeder Landesverband so abstimmt, wie es der Landesvorsitzende gerne hätte, das glaube ich nur auch nicht. Deswegen, ich halte das für wirklich sehr offen und schwer zu kalkulieren. Wir hören aus dem hessischen Landesvorstand, dass es da eine kontroverse Diskussion gegeben hat. Und Volker Bouffier ein Votum zurückziehen musste oder den Wunsch eines Votums zurückziehen musste. Man hört aus Niedersachsen, dass da im Rahmen einer Telefonkonferenz des Präsidiums, also noch eins über Landesvorstand, 95% sich für Laschet ausgesprochen haben. Aber das ist eben nur das Präsidium und nicht die Masse der Parteitagsdelegierten. Baden-Württemberg hat sich komplett hinter Friedrich Merz gestellt. Das muss aber genauso wenig was heißen wie Beschlüsse aus Niedersachsen oder anderswoher. Aber das ist das Übliche in Parteien, ja, dass man sich seine Truppen um seine Fahne schart und auch versucht, Überläufe zu akquirieren. Ja, das ist so. Das ist so. Und wie gesagt, da ist jeder Delegierte ist in der Wahlkabine alleine mit sich und wird natürlich, hoffentlich zumindest, ich hoffe das, auch auf das hören, was seine Leute an der Basis ihm erzählen. Herr Müller, vielen Dank. Gerne.